Hallo ihr Quirlinge, weiter geht's mit Machinica Atlas und dem Kapitel Nummer 5. Wir sind in einem kleinen Kämmerchen, einem Ausguck. Ach, das könnte so eine Bahn sein, so eine Schienenbahn. Unten ist eine Schiene und oben sind zwei. Vielleicht fahren wir jetzt hier einmal rundherum irgendwo hin. Aber warum sollte ein Raumschiff so etwas installiert haben? Das ist auch seltsam. Na gut. Also, was haben wir da zu tun? Ich muss irgendwie schon wieder diese Achseninvertierung aktualisieren. So. Also rund um diese invertierbaren Achsen gibt es wohl noch einen kleinen Bug. Ich hoffe, der wird bald mal weggepatcht, weil jedes Mal, wenn ich das Spiel neu starte, ist es irgendwie zurückgesetzt, obwohl es in den Einstellungen noch so eingestellt aussieht, wie ich es gerne hätte. Was ist Achseninvertierung für die, die sich fragen, was erzählt der da eigentlich? Wenn ich mit der linken Maustaste gedrückt halte und nach unten ziehe, dann kippt das Bild so, wie es jetzt gerade kippt. Es kann aber auch andersrum kippen. Das finde ich total verwirrend, dass es dann nach oben kippt, wenn ich die Maus nach unten ziehe. Aber andere Menschen finden das andere intuitiver. Ja, und deswegen kann man das invertieren, weil es unterschiedliche Gruppen von Menschen gibt, die das anders intuitiv gerne hätten. Und ich gehöre da wohl, glaube ich, zu der Gruppe, die das, also zu der kleineren Gruppe, die das irgendwie total unintuitiv findet, wenn die Achsen nicht invertiert sind. Und ja, jedes Mal, wenn ich aus dem Spiel draußen bin, wieder reinkomme, dann ist die Invertierung zurückgesetzt. Aber jetzt, genug der Invertierung. Jetzt invertieren wir das hier. Oder? Was ist das überhaupt? Kann ja gar nichts machen. Da ist was drunter. Oder? Ich habe doch da so ein... Hallo? Ich habe doch hier so ein Tastenfeld. Guck mal da. Hä? Ist da nichts zu tun? Jetzt bin ich verwirrt. Ich kann das Tastenfeld nicht bedienen? Hä? Ich komme da hier unten gar nicht ran mit der Kamera. Okay, das heißt, ich muss hier was machen können. Aber was? Ich frag mal für einen Freund nicht. Drück hier an der Seite. Ah! Hat mich fast gekriegt, aber nur fast. So. Was ist das für ein Ei hier? Moment. Was tust du? Warum leuchtet das jetzt? Wenn ich es da wegbewege, dann leuchtet's. Aha. Wenn ich alle zum Leuchten bringen soll, dann habe ich ja natürlich ein Problem, weil es dann da doppelt drüber fährt. Ich verstehe. Aber dann ist es doch jetzt richtig. Jetzt gehe ich darüber, dann ist es aus. Dann gehe ich darüber, dann ist das an. 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 Jetzt ist das auch an. Haha, auch an. So, jetzt Vorsicht. Jetzt muss ich zum Beispiel so hier. Genau. Ha, jetzt kann ich diesen Helm. Helm. Warum nicht das Helm? Es ist ein Hebel. Es ist ganz offensichtlich kein Helm. Ah ja, das ist so eine Schwebebahn. Warum auch immer man unter einem Raumschiff eine Schwebebahn anbringt. Ist es wieder rum? Ah ja, hinter uns ist ja die Tür. Und dann bin ich jetzt, wenn ich durch die gleiche Tür gehe, aber an einer anderen Stelle. Oh, das sieht kompliziert aus. Abflug, das klingt nicht gut. So.
So. Da haben wir hinter uns die Tür. Da wollen wir nicht wieder hin. Oh. Hier fehlt mir irgendein Gefährt. Kann ich da drücken? Dann passiert was. Dann kommt hier meine Plattform. Mhm. Soweit, so gut. Jetzt kann ich hier links und rechts rum. So, was haben wir hier zu tun? Der Alien hat uns ja hierher geschickt, um irgendwas zu reparieren. Hm? Ja. Das ist eine Glühbirne, okay. Das hätte ich nicht gedacht. Und dann mal gleich die zweite. Aber ich kann die da nicht wieder draufsetzen. Aber ich kann die da reinsetzen. So eine Glühbirne erhält alle direkt damit verbundenen Plätze. Wenn alle leuchten sollen, darf da maximal zwei Plätze von irgendwas entfernt sein. Dann muss ja hier eine sein. Na? Sonst geht es ja gar nicht anders. Dann muss hier eine sein. Und dann muss da unten eine sein. Na? Und das korrespondiert mit diesen dreien da unten. Wenn ich eine dritte hätte, dann könnten wir hier alles erleuchten. Also, wir brauchen eine dritte Glühbirne. Die wir aber hier wohl so ohne weiteres nicht finden. Ja. Kann ich noch weiter nach rechts fahren? Geht das? Bin ich hier unten? Da ist ein Brief von diesem anderen Menschen. Lesen wir den mal. Eine der größten technologischen Limitationen, die die Menschheit noch überwinden muss, ist die echte Manipulation der Gravitation. Aber hier ist diese Technologie einfach überall, um auch nur das kleinste Objekt anzuheben oder eben das ganze Schiff. Sie haben hier sogar verschiedene Gravitationseinstellungen für verschiedene Räume, angepasst an die biologischen Anforderungen der einzelnen Rassen. Wahnsinn! Ich kenne einige Leute auf der Erde, die für solche Technologie einfach alles tun würden. Insbesondere das Militär wünscht sich schon seit langem nichts sehnlicher, als solch eine Technologie in die Finger zu bekommen. Natürlich nur, um Frieden über den Rest des Universums zu bringen. Ich verstehe, dass es eine Art Autorität braucht, um die Ordnung zu bewahren. Andererseits aber sehe ich die Allianz hier und wie durcheinander alles ist. Und trotzdem funktioniert das einfach. Na? Apropos Militär. Ich habe mir nochmal die Episode 2 angeschaut. Am Ende hatten wir ja einen Funkkontakt zu einem anderen Menschen, mutmaßlich. Und der hatte uns ja erzählt, dass das Militär alles übernommen hat, aber er hat auch gesagt, das Militär hat das Raumschiff nicht abgeschossen. Also, der Alien sagte, die Menschen haben das Raumschiff abgeschossen, aber der Mensch sagt, das Militär hat das Raumschiff nicht abgeschossen. Beide Aussagen können gleichzeitig wahr sein, wenn irgendeine andere Gruppierung menschlicher Art das Raumschiff abgeschossen hat, aber nicht das Militär. Das ist momentan so die Informationslage. Ich kann mir noch keinen Reim drauf machen. Bin mal gespannt, wie das weitergeht. Und ja, was hängt denn hier so? Ist das ein Handtuch? Ne, was sind das? Ach, das ist irgendwas, was hier dazugehört. Die Farben sind nicht an den richtigen Stellen. Das hier reinschieben. Aber das bringt ja nichts. Ah,
Hä? Ach so. So drehe ich das. Nehmen wir mal Blau als Orientierungspunkt, weil Blau toll ist. Dann müssten wir ja... Rot und Grün austauschen. Wie macht man das? Gute Frage. Ich könnte jetzt hier eins reintun. Und dann drehe ich das. Bis an die Stelle, wo... Warte mal. Also da, wo grün ist, müsste rot sein. Also muss ich so machen. Jetzt muss ich das hier... Hä? Also so quasi, ne? Genau. Das tue ich beides rein. Und dann drehe ich das so. Kommt das wieder raus? Das wieder raus? Wenn ich es jetzt wieder richtig drehe, dann kann ich die Farben aufeinander packen. Ja. Und habe hier einen Campingkocher. Ach, das kennen wir aus dem ersten Teil. Aus Machinica Museum. Das ist doch sehr bekannt. Wir müssen diese drei... Hä, was ist denn das hier? Dieses grüne, verstehe ich nicht. Also diese drei Teile hier müssen auf diese invers aussehenden Teile. Ach, damit wechsle ich die... Stopp, okay, verstehe. Wir müssen also das so machen... Nee, die müssten ja alle übereinander. Das ist Quatsch. So. Wären die schon mal übereinander. Ah ja, okay, verstehe. Also, ich werde das jetzt so lösen. Dann so. Und dann... Ah nee, das ist falsch. War schon eins zu weit. Es muss so sein. Jetzt müssen wir das hier. Ah! So. Ja, ihr habt Antigravitation, ihr Angeber. Ich hab's verstanden. Ist es da unten irgendwas aktiv geworden? Jetzt haben wir da oben so einen Ring. Was auch immer der uns helfen soll. Haben wir sonst noch irgendwas hier unten? Eine Glühbirne vielleicht? Hier ist so ein schickes Fach. Hier, was ist denn das? Ah, guck doch mal, ich sag doch gerade Glühbirne. Ha! Hihi. Hab dich gesehen. So, die dritte Glühbirne. Wie die einzusetzen ist, ist ja relativ logisch. So, also nochmal, die Rätsellösung ist total simpel. Wenn man rausgefunden hat, dass wenn ich hier irgendwo eindrücke, dass die jeweils nächsten Linien dann auch mit erhellt werden, die jeweils nächsten Punkte, dann ist ja klar, ich muss mit irgendeinem anfangen, der am weitesten weg ist. Und den erleuchte ich logischerweise damit, ne? Weil sonst kommt da hinten niemals Licht in die Ecke, wenn ich da keine Glühbirne hin tue. Dann habe ich hier den da und den erleuchte ich logischerweise, indem ich da dann sowas hin tue. Und dann fällt es einem schon auf, dass man
das dahin tut. Also es ist ziemlich simpel. Und damit habe ich ein bisschen angegeben und einen Zugang zu diesem mittleren Teil. Ich war aber noch gar nicht auf der anderen Seite. Aber da ist ja auch nichts, oder? Ach, ich kann nur in die Richtung fahren, in die ich gefahren bin. Wenn ich da oben mit dieser Gondel bin und will dann von da aus gesehen nach links fahren, dann ist da ja nichts. So, hier. Alles schmutzig. Ach, noch mehr Glühbirnen. Was habe ich jetzt hier zu machen? Ach, ich ahne, was das ist. Nee, warte mal, hier ist da so eine Glasplatte drüber, oder? Okay. Ich habe jetzt was Gespiegeltes gemacht. Jetzt mal wieder was Gespiegeltes. Also. Ja, das war nicht schwer. Aha, du bist also doch ein Hebel. Oh, jemine. Na gut, wenn die Schwerkraft in diesem Raum manipuliert werden kann, dann gibt's nicht wirklich oben und unten. Laufe ich an der Decke? Die Gravitation hat sich umgekehrt. Ja, aber sie hat sich umgekehrt, indem sie von oben an der Wand entlang nach unten dann plötzlich gekippt ist und nicht von oben nach unten direkt, weil sonst hätte es deinem Kopf nämlich wehgetan. Okay, also, was haben wir jetzt hier? Da. Ach, das ist ein Gerät. Ach so, da schau her. Das hätte ich nicht gedacht, dass das ein Gerät ist, aber gut. Der ganze Raum ist jetzt auf dem Kopf aus. Kann mir ja völlig egal sein. Ich muss wieder da unten hin, oder? Wo spielt jetzt die Musik? Den kann ich den Helm heben ziehen? Ah, ich kann jetzt mit dem Hebel immer selber bestimmen. Immer selber bestimmen, wie rum die Gravitation wirkt. Das ist schön. In diesem komischen irgendwas Äder drin gibt's was zu tun. Aber ich wüsste gerade nicht, wie ich da rankommen soll. Deswegen drehen wir die Gravitation nochmal um. Und gucken dann mal, wenn wir nach unten bzw. oben fahren. Weil jetzt sinkt der ja ab. Aber komme ich da jetzt überhaupt hin? Na, mal gucken. Wo kann ich denn jetzt hinfahren? Nach unten vielleicht? Geht da was? Geht nur bis hierher, ja. Das heißt. Ah ja, das geht. Mhm. So. Das ist die ehemalige Decke. Ach, erkennt ihr das wieder? Das Ding, was hier unten auf dem Boden oder der Decke liegt, das sieht genauso aus wie das erste Alien-Objekt, was wir in Marinica Museum untersuchen konnten. Das hatte auch so ein rundes Ding in der Mitte und dann diese komischen Fortsätze. Oh ja, ich verstehe. Das ist also das, was die Gravitation hier manipuliert. Da muss was rein. Ja, das Ding da wahrscheinlich.
Ich muss das zuerst reparieren. Wie reparieren? Hä? Achso, Moment mal. Reparieren? Okay. Hä? Ich weiß nicht genau. Okay. Ich weiß nicht, warum das jetzt richtig war, aber ich habe jetzt irgendwas repariert. Frag mich nicht. Es geht. War ja nicht schwer. Und das ist genau das, was das kleine Teil damals im Museum auch gemacht hat. Und da haben wir wieder diese gleiche Mechanik. Drehst du dich jetzt die ganze Zeit? Hörst du mal auf damit? Hä? Was mach ich damit? Ach so. Ah, okay. Ich muss das ja... Wir müssen da irgendwie so eine Linie hinkriegen. So. Jetzt kommt da der zweite Ring. Jetzt schwebt dieses Ding da frei. Und wir können in diesem Antigravitationsfeld auch schweben, fliegen, levitieren und dieses Ding irgendwie angucken. Oh, hä? Hä? Das hat vier Linien, das eins. Okay. Aha. Es ist in 3D, das ist nicht so schön. Wahrscheinlich soll ich das so drehen, dass alle diese Zacken hier irgendwie verbunden sind mit diesen weißen Linien. Und die hier oben, diese Zacke, die da, die hat halt keine Verbindung. Das heißt... muss ja so sein. Es geht gar nicht anders. Die muss so sein. Bei der gibt es mehrere Varianten. Bei der auch. Bei der auch. Bei der auch. Aber wir wissen, dass das hier richtig ist. Ja? Also die da. Die muss genau so sein. Und dann wissen wir auch, dass die so sein muss. Es gibt keine andere Möglichkeit. Die da drüben, wissen wir, dass die so sein muss, weil wenn sie so wäre, hätten wir wieder diesen Nippel hier zu der, wo kein Nippel sein darf, also dahin. Ne? Okay. Dann wissen wir, dass hier so ein Nippel ist und da ein Nippel ist. Das heißt, wir können das Ding nur so drehen. Weil wir sonst diese beiden Nippel nicht anschließen können. Wir wissen, dass hier ein Nippel ist, da drüben keiner. Das wäre möglich. Oder das, das ist noch unbestimmt. Drehen wir das mal offensiv, so dass wir das noch nicht wissen. Also das ist richtig. Wenn das richtig ist... dann müssen wir das Ding so drehen, damit hier keine Nippel sind. Und das Ding müssen wir
Dann vermutlich so drehen. Weil da darf kein Nippel sein, da darf kein Nippel sein und da muss einer sein, also geht es auch nicht anders. Dann haben wir den hier, der hat nur einen Nippel, der muss dann so sein. Der muss dann so sein. So. Der hat nur einen Nippel, der muss so sein. Ja. Ich dachte am Anfang, dass das schwieriger ist, aber das war doch gar nicht so schwer. Wieso werden die Ringe kleiner? Endlich ist es offen. Mal sehen, was drin ist. Was ist denn da drin? Da ist ein Licht. Was kann ich denn hier machen? Das kann ich drehen. Das kann ich drehen. Okay, also diese blauen Dinger sind Barrieren. Aha. Ich muss es irgendwie schaffen, dass ein Laser durch beide... Nein, dass diese beiden hellen Lichter durch Laser angeregt werden. Und ich kann auch das so machen. Das Prinzip ist klar, aber es kann natürlich beliebig schwierig werden. Also. Warte mal, erstmal machen wir das mal so. Dann ist der äußere Ring weg. Dann drehen wir das so, dass der da durchgeht. Ach, diese blauen Nippel, die nehmen immer alle Sachen weg. Können wir das nochmal uns angucken hier? Wir haben ja 1, 2, 3 dieser blauen Barrieren. Und es ist nicht so, dass einer der Bälle nur ein oder zwei dieser blauen Barrieren neutralisiert, sondern wenn einer dieser blauen Bälle angeleuchtet wird, dann sind alle Barrieren weg. Das heißt, ich kann jetzt hier den positionieren. Damit sind alle Barrieren weg und ich muss den nur noch so drehen. Das war auch nicht schwer. Ich fürchte, dass da hinten ist der Horizont, der sinkt, weil das Schiff abhebt. Das heißt, wir schwimmen... Ah, hi. Du hast das Schiff vom Boden frei bekommen, genau. Gut, nun startet die Triebwerke. Warum sollte ich das tun? Los geht's. Das sagen wir einfach. Na toll. Und jetzt funkt uns der Typ von dem Expeditionscamp an. Was passiert da oben? Fliegt das Schiff jetzt? Ich weiß nicht, was ihr da oben macht, aber hier unten werden alle gerade mächtig nervös. Abflug. Ja. Naja. Also, es bleiben jede Menge Fragen. Warum sind keine Militärleute in dem Schiffswrack? Warum habt ihr den Alien noch nicht rausgeschweißt aus seiner Kryokapsel? Was ist mit den nicht-militärischen Expeditionsmitgliedern, zum Beispiel Dr. Brenner und seinem Praktikant? Mit wem funken wir da? Was will der Alien? Er scheint ja hier alleine zu sein.
Alle Kryokapseln waren, es gab 8 Kryokapseln. Alle waren kaputt oder leer oder der Insasse tot. Und nur einer war da. Und ein anderer Alien hat versucht, die Fluchtkapsel zu benutzen und ist darin auch erschossen worden. Also es gibt nur einen einzigen Alien und der liegt verletzt in seiner Kryokapsel. Und einen KI-Schiffskomputer, dem vielleicht nicht über den Weg zu trauen ist. Heieiei, nächstes Kapitel. Die Dinge entwickeln sich in eine ungesunde Richtung. Jetzt levitieren wir da rein. Wieder durch irgendeinen Lüftungsschacht. Und landen sanft auf der Decke? Nee, an der Decke. Vor dem Haupttresor. Au, das sieht gefährlich aus. Wo kamen wir her? Da kamen wir her, oder? Nee, wir kamen durch eine eckige Luke. Ah, durch die kamen wir. Alles klar. Na gut, dann ist das hier jetzt der Ausblick auf den Beginn von Kapitel 6. Und mit dem geht's weiter im nächsten Teil. Bis dahin.